Er macht es immer spannend, egal ob im ARAG World Team Cup, ob im Davis Cup oder im Finale eines Grand Slam Turniers. Das hat er hier im letzten Jahr erreicht. Fernando González, der Chilene, hier in seinem Match gegen Jung Tae Lee, den 32 Jahre alten Koreaner. 5-4 Führung González im vierten Satz. Es steht 15 beide und das ist wieder mal eine echte Show, was die beiden hier liefern. Wie schon 32, vielleicht tritt er ja mal die Nachfolge von Fabrice Santoro an, der hier sein 62. Grand Slam Turnier spielte. Hat den dritten oder fünften Frühling im letzten Jahr ungeschlagen im Davis Cup. Sorgte dafür, dass Südkorea wieder in die Weltgruppe aufgestiegen ist. Und das ist ein Wahnsinn, diese Rückhand, die Linie runter von Jung Tae Lee. In der ersten Runde mit einem Dreisatzerfolg über den Sydney-Finalisten Chris Guccione. González mit einem Erfolg über den Griechen Konstantinos Economides. Und auch der kann ihn entlang der Linie Rückhand. Oh, la, la. Ein Match, das durchaus einen anderen Showcourt verdient hätte als den hier, den Zweier. 3000 Plätze. In Folge für den 27 Jahre alten Weltranglisten Siebten. Und das ist Matchball Nummer 2. Einen gab es unterwegs. Da waren wir noch bei Ivanovic und Garbin. Und mit dem Ass. Zweitrundensieg für Fernando González. Jetzt gegen Jung Tae Lee. Mit 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Prima Vorstellung von beiden. González nun in der nächsten Runde gegen den Kroaten Marin Cilic. Wie geht es jetzt weiter hier bei uns? Wir warten auf das Spiel des Tages, das Spiel des Abends auf jeden Fall, auf die Partie zwischen Marcos Bantakis und Marat Safin. Versuche jetzt die Regie zu verstehen. Wir haben noch einiges vor. Wir wollen Anna Ivanovic noch im Interview mit Barbara Schett. Und es läuft ja auch noch die Partie zwischen James Blake und Michael Russell, dieses rein amerikanische Duell. Bevor es dann losgeht mit Safin und Bagdadis. Ja, die gehören sicher zu den besten Fans der Welt.
Und das nenne ich Euphorie und da wird abgeklatscht. Und ich höre jetzt, wir gehen rüber in die Rod Laver Arena. Das versprochene Interview, bitte, Barbara Schell.